Yo, Leute, willkommen zurück. Ich habe mich geheilt, wie ihr vielleicht erkennen könnt. Ich war gerade im Poke Center noch kurz. Und nochmal kurz Pokémon sortiert. Des Weiteren habe ich mir noch ein paar Beleber gekauft, für den Fall, dass hier noch jemand ein paar Mal drauf gehen möchte. Ansonsten habe ich eigentlich nichts Großartiges gemacht. So, ein Hypno. Das werden wir, denke ich mal, mit ein paar Donnerblitzen beseitigen können. Und so langsam nähert sich unser Funke wieder an Level 4 und an das Level der anderen. Sagen wir es mal einfach so, wie es ist. Das finde ich ist top, weil dann muss ich das nicht mehr an die Front tun, weil das geht mir irgendwie schon auf die Nerven. Weil irgendwie ist Pikachu nicht so stark zurzeit hier in dem Bereich. Pikachu bekommt seinen großen Auftritt wieder in der Arena. Eigentlich in der Arena, in der Liga. Zumindest bei einem der vier. Und ich denke mal, das reicht eigentlich fürs Erste. Wir müssen aber natürlich unser Pikachu weiterhin trainieren. Keine Frage, schließlich soll es ja konkurrenzfähig bleiben. Keine Frage, das ist also... Da führt dann auch kein Weg dran vorbei. Ich habe natürlich jetzt einen Volltreffer, das ist natürlich ganz großes Kino. So. Hust, hust, ja. Würde ich auch machen, wenn ich so blöd verliere. Zack, Gegengift hat geholfen. Einen kleinen Supertrank noch. Und als nächstes geht's in Stock 5, bevor wir weitermachen. So, hier geht es runter. Okay, hier haben wir ein paar Items. Okay. Und dann kämpfen wir hier. Du wagst es, dich dem Team Rocket zu widersetzen. Ja, das tue ich. Und jetzt habe ich, nee, habe ich nicht. Keine Angst. Das gefällt mir, dass diese Gegner hier gerade da sind, denn dann kann ich einfach eine lässige Schockwelle benutzen und Zubat ist weg. Und das sind geschenkte EPs für unser Pikachu, welches bald Level 34 ist und ich unser Täubchen etwas leveln kann. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich bin richtig froh, dieses LP jetzt durchziehen zu können. Macht Spaß, muss man ehrlich sagen, vor allem die Aufnahmen, weil man einfach so frei sprechen kann. Ist nicht so spielgebunden, beispielsweise wie Final Fantasy. Wo ich natürlich auch sagen muss, dass es mich riesig freut, dass ich das Let's Playen darf. Also, dass ich da die HDPVR gekauft habe, das war glaube ich, der beste Einkauf, den ich in diesem Jahr 2013 neben meinem Urlaub natürlich getätigt habe. Aber der Urlaub ist natürlich wieder was anderes, ist natürlich was viel Schöneres als wie sowas hier. Aber das ist natürlich auch im Bereich des Zockens sensationell von mir gemacht worden. Wir werden natürlich weiter investieren in das da. Also keine Frage, also das ist ja, steht außer Konkurrenz natürlich. Wir quatschen jetzt mal kurz mit den Leuten. Sie müssten es wegen unserer Pokémon-Produkte auf die Silph-Co. abgesehen haben. Ja. Das Team Rocket benutzt die Pokémon bei dem Versuch, die Welt zu erobern. Das Team Rocket hatte Kontrolle über das Gebäude übernommen. Oh je, Mini, bitte hilf mir. Schau ihn dir an, den Feigling. die ist lässig. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ja, und ich bin der dir den Arsch versohlt. Du siehst aus wie jeder andere, also bist du nicht einer der Rocket-Brüder. Und noch dazu hast du Pokémon, die genau in meine Karten spielen. Du bist einer der Opfer. Ah, oh, ist das Zucker. Ich würde sagen, dann lassen wir mal Täubchen als allererstes mal die 35er-Marke knacken. Weiß nicht, hat Täubchen verdient, muss man einfach so sagen. So.
Lass mal das so sein. Täubchen wird die ersten 35er machen. Not a fact. Oh Gott, ich hab echt... Sprungkick. Das war's mir wert. Das war's mir echt wert, aber... so weh, dass dieses... Oh. Ja, es tut echt weh, Leute, dass unser Täubchen hier gerade... Oh. Das ist echt hart bitter. Das ist echt schon so... Diese verdammte Präsident, warum will er ausgerechnet mich nach Tixi schicken? Was auch immer oder wo auch immer das sein mag. So. Voltoball. Myra Plow. Oh, Voltoball. Oh, Myra Plow. Oh, yeah. Oh, Voltoball. Oh, Myra Plow. Oh, yeah. Wir probieren es mal erstmal damit. Super. Oh, nein. Fuck, jetzt ist bitte. Bitte mach's nicht tot. Fuck, ich dachte schon. Oh, fuck, ich wusste es. Yes. Oh, trotz Paralyse erster Angriff. Wir werden jetzt aber das Pokémon wechseln. Daunenregen, was war denn das nochmal? Was hat das nochmal gemacht? Hüllt Gegner Daunen und senkt den Angriff deutlich. Ja, dann machen wir das mal. Also ich meine, ich habe jetzt nichts dagegen, wenn unsere Gegner weniger Angriff haben. Daunenregen, achso. Magneton. Ja, da haben wir ja doch einen Spezialisten, so wie wir wissen. Unser kleinen Affen hier. Der wird wahrscheinlich hier Level 35 erst machen. Wollte zwar, dass es unser Täubchen macht, aber das wird leider nicht passieren. Da unsere Gegner leider behinderte Pokémon haben für unsere Freundin. Okay. So. Als nächstes wird Magnetilo gerufen. Ja, das kann natürlich auch... von Vorteil sein, dass unser Monkey schon mal 35 erreicht. Wenn mich nicht alles täuscht, dann lernt unser Kumpel bald da den Kreuzhieb. Wenn mich nicht alles täuscht, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Schicken wir mal unseren Funken rein, der darf ein bisschen Donner blitzen. Das dürfte dann auch diese Sache erledigen. Mit Smogon. Wenn mich nicht alles täuscht. Und mich täuscht das hoffentlich diesmal nicht. Nein, hat's auch nicht. Sehr gut. Noch ein Smogon, noch ein Donnerblitz. Und die Sache ist geritzt. Hä, versteht ihr den Reim? Nein, ich auch nicht. Mei. So, jetzt, das war eine schöne, das ist jetzt eine schöne Aufnahmesession Pokémon, muss ich sagen, freut mich mal nach langer Zeit wieder zocken zu können, sagen wir es mal so in diesen Worten. Wir werden jetzt erstmal unsere Pokémon heilen, beziehungsweise unser Täubchen. So langsam bräuchten wir, müssen wir in den Supermarkt gehen und Tränke und alles kaufen, aber ich habe leider nicht so viel Geld, wenn mich nicht alles täuscht. Sechstes Stockwerk sind wir hier. Der dreht komplett am Rad. Oh. Haha. Du dachtest wohl, ich arbeite für die Silphco. Nein. Das dachte ich nicht. Wenn ich ehrlich sein soll. Oh, du hast einen Elektroball. Das ist natürlich... ungesund für unser Täubchen, ungesund, das muss ich sagen. Das ist natürlich etwas ja, ungesund, ja. Aber das müsste eigentlich, ja, zwei Dinger und das reicht im Normalfall. Ja, ja. Mann, ey. Ich wusste es. Ich wusste es, dass diese Scheißattacke kommt. Finale. Wow. Aber dafür erhält Täubchen alle XPs.
Jetzt haben wir nur ein Problem. Wenn unser Monkey gerade tot ist und jetzt kommt noch eins. Ah ne, jetzt kommt ein Slime-Mob. Das ist natürlich wieder was anderes. Da können wir mit unserem kleinen Täubchen noch ein bisschen was rauskitzeln. Das ist natürlich hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit allen hier. Wer als erstes sein Level 35 erreicht. Ist schon toll irgendwie. Muss ich ehrlich sagen, freut mich. Ja, mach du nur deinen Aussetzer. Passt mir, mach mal den da, zack. Und das war's. So, unser Täubchen wird es wahrscheinlich dann doch werden. Irgendwie ist das eine spannende Angelegenheit. Aber mich regt das gerade ein wenig sehr auf, dass unser Monkey es erwischt hat. Aber kann man jetzt gerade nichts machen. So, wir benutzen mal einen Trank für unseren Monkey. Einen Trank für unser Täubchen. Und so langsam steuern sie tatsächlich alle in Level 35. Wahnsinn. Wahnsinn. So, komm du her. Du bist ganz schön mutig. Ja, das bin ich. Noch zwei Kämpfe und dann wird der Part gecuttet. Muss ich jetzt ansagen. Sonst vergesse ich es wieder. Beziehungsweise ich vergesse es sowieso wieder, wenn ich zocke. Deswegen muss ich mich gleich nochmal dran erinnern, dass wenn ein Kampf ist, dass danach gecuttet wird. Weil wir sind jetzt schon wieder bei fast 12 Minuten. Und da ich ein bisschen für die Weihnachtszeit vorproduzieren wollte, war mir eigentlich der Gedanke gekommen, dass ich auf meine 15 Minuten Parts bestehe, sodass ich eben halt über Weihnachten genug Parts hab für euch. Final Fantasy läuft sowieso aufgenommen bis Ende Mitte Januar, also daran mangelt es mir jetzt nicht. Ich muss halt nur ein bisschen Pokémon aufnehmen jetzt und bald fängt dann natürlich auch schon das neue Projekt an. Wir sind ja schon beim 5. Orden. Beziehungsweise schon, das ist natürlich eine Sache, da kann man da kann man sich drüber streiten, ob das schon ist oder nicht. Also kann man schon machen. So, dann wird tatsächlich unser Täubchen Level 35, hoffe ich. Aber es müsste reichen. Jawohl. Es reicht. Ein Level noch, beziehungsweise es könnte jetzt natürlich auch sein, dass unser Täubchen... Nee, ein Level noch. Ein Level noch und dann haben wir ein... Oh, das war natürlich jetzt nicht so geplant, das war... Entschuldigung. Ein Level noch und dann haben wir ein wunderschönes... Dingens da. Tauboss. So, wenn wir jetzt ein bisschen unseren Link trainen. Ein Kampf machen wir noch. Ich bin einer der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Ja, ich nicht. Ich werde jetzt noch bestimmt 2 Stunden Pokémon aufnehmen. Wunderschön, dass wir jetzt Link eingesetzt haben. Das macht Spaß. Das macht Spaß. Dann habe ich... Ich denke mal, das ist jetzt der dritte Part, den ich heute aufgenommen habe. Es werden um die 8 Parts. Oder 9. Das heißt, ich habe bis... Ja. Ja. Dann müsste ich bis Ende Dezember ausgesorgt haben, schon mal. Aber ich werde natürlich morgen Abend nochmal weiter aufnehmen, da mir... die Zeit, wobei jetzt fangen Ferien an, ich werde jetzt glaube ich schon nicht mehr als genug Zeit haben irgendwie. Also ich glaube daran wird es jetzt nicht scheitern. Aber man muss es ja nicht übertreiben. Man muss ja nicht knapp bei Kasse sein, lieber mehr zu viel als zu wenig. Und ich nehme es ja, ich mache es ja gerne, von daher. Wenn ich schon die Zeit habe, mache ich das natürlich gerne.
Aber wir beenden jetzt den Part für diese Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, meine Freunde. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß noch. Und wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Brandy. Chosen, haut da rein und macht's gut.